muss man halt anders fahren. Ey, aber dass sie hier genau an dieser Stelle einen Crash bauen mussten. Ey, muss doch nicht sein. Könnte auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Ey, unglaublich. Fahren die einfach ineinander rein. Der eine missachtet die Vorfahrt vom anderen. Aber der SUV war bestimmt auch zu schnell. Ja, aber ist schon krass. Fahren die da einfach ineinander rein. Oh. Bin ich ein bisschen zu schnell. So. Naja, wir sind auf jeden Fall mal zu Hause angekommen. So, Mehrwerk stellen wir mal hier rein. Hat ja mit Futter zu tun. Gut. Müssen wir den Rest noch alles holen? Der Crash ist immer noch in meinem Kopf. Die NPCs bauen Unfälle und ich darf mir keine erlauben. Ja, ja. Aber wir gucken mal, ob die Polizei inzwischen da war und den Unfall aufgeklärt hat. Ich meine, ist ja genug Zeit vergangen. Naja, Straße ist wieder frei. Straße ist frei, dann ist alles gut. Oh, sorry. Sorry, tut mir leid. Der Traktor ist so mega schnell. Da die Kontrolle zu verlieren, hat sich schnell. Ah, ha! Habt ihr das gehört? Mick, mick. So. Warte mal, ich glaube, ich habe jetzt was verpeilt. Ich glaube nämlich auf das 47, da liegt noch Stroh.
Naja, wir nehmen jetzt auf jeden Fall mal die Sämaschine und fahren zur 47, dann sehen wir das nämlich. Da haben wir uns ein ordentliches Gerät angeschafft. Ach, ich muss die erst noch auffüllen. Also diese Sämaschine ist eigentlich mein Favorite. Die ist einfach so riesig, damit alles schnell geht. Und es ist... Das Ruckeln, das nervt mich. Meine Fresse, kann es nicht mal aufhören? Ja, dann gehen wir eben die Sämaschine jetzt mal auffüllen. Und dann fahren wir zu Feld 47. Weil ich denke, gefüllt brauche ich die sowieso. Und da haben wir noch nichts gesät. Und ich bin wirklich der Meinung, da liegt noch Stroh rum. Und dieses Stroh wird man natürlich aufheben. Das hauen wir nicht einfach so weg. Wäre ja schade drum. Eigentlich würde ich... Wobei, wir könnten uns auch eine Ballenmaschine leihen. Dann könnte man nämlich gleich Ballen pressen und die bei uns einlagern. So. Kann man schon aufmachen. So, Dünger voll. Saatgut auch. Jawohl. Und dann ab zu 47. Mal gucken, was da abgeht. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung mehr. Muss auch ehrlich gestehen, die letzten Aufnahmen sind schon ein bisschen her. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch Stroh auf dem Feld liegt. Wobei ich gerade merke, dass ich eigentlich doof gefahren bin, aber ist egal. Wie hat es schon im alten Rom geheißen? Alle Wege führen nach Rom. Aber das Wetter sieht ein bisschen düster aus. Hoffentlich regnet es nachher nicht. Das wäre nicht so toll. Oder habe ich die 47 schon wieder neu besät? Ich glaube nicht. Naja, wir werden es gleich sehen. Wenn wir keinen Unfall bauen.
Na, guck mal. Ich hatte das noch richtig im Kopf. Gut. Dann nehmen wir den hier, fahren wir den Tanker weg. Oder gibt's da? Was haben wir hier gerade für einen Preis? 1,20. Aber es war auch schon günstiger. Aber was? Hier haben wir auch noch. Was hat der für einen Preis? 1,18. Schwierige Decision. Ich glaube, wir lassen das mal erstmal mit dem Tanken. Noch haben unsere Maschinen ja genug Sprit. Kommen dann zu einem späteren Zeitpunkt. Hallo, auf der Straße bleiben. Bitte, danke. So, dann bringen wir jetzt das Tankfass mal weg. Und dann holen wir gleich den Ladewagen und sammeln das Stroh auf. Der Anhänger hat ein rotes Blinklicht. Ist eigentlich bei uns nicht erlaubt. In Deutschland müssen die Blinker orange sein. Ups. Das heißt, entweder weißes Glas, orange Birne. Oder egal welches Glas, orange Birne. Oder weiße Birne, oranges Glas. Aber das hier ist nicht so richtig konform. Wo stelle ich denn den Anhänger rein? Ich glaube, ich stelle ihn hier außen hin. Gut, aufgeräumt. Dann brauchen wir den Ladewagen. Eigentlich war es ja klar, oder? Ich habe mir noch überlegt vorhin, wofür wollten wir den Ladewagen? Natürlich brauchen wir den auch, um es Heu zu machen. Aber in erster Linie natürlich fürs Stroh haben wir uns den geholt. Und deshalb muss man dafür auch jetzt erstmal verwenden.
der Anhänger ist ein bisschen groß für den Traktor hier. Merkt man daran, dass er nicht richtig auf Touren kommt. Und dann die Wasserlöcher. Die helfen natürlich auch nicht wirklich. Hat man ja schon festgestellt, dass sie ordentlich an Geschwindigkeit runterziehen. Naja, müssen wir durch. Wenn es geht, umfahre ich die. Aber so wie das hier, dann wird es schwer. Dann müssen wir halt durch. So, gut, dann laden wir mal Stroh. Mal gucken, ob einmal der Ladewagen mit einem Mal voll wird oder ob wir zweimal fahren müssen. Einmal wäre natürlich sehr cool. Ja, wenn ich da zweimal hin und her fahren müsste. Nee, einmal reicht nicht. Glaube ich nicht. Ich hätte ja gern noch einen größeren Ladewagen. Habe aber jetzt noch keinen Mod, DLC oder whatever gefunden, das mir das erlaubt. So, wir fahren hier Freestyle. Ah, es wird knapp. Ich glaube, es könnte fast reichen. Oder auch knapp nicht. Entweder reicht es ganz knapp oder es reicht ganz knapp nicht. Das wird sich gleich herausstellen. Auf jeden Fall gut, dass wir gleich den großen Ladewagen geholt haben. Weil mit einem kleinen, ja, wäre es einfach sehr bescheiden. So. Aber wie das ganze Spektakel ausgehen wird, werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Reicht es nicht. Bleibt dran. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Danke.